Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Angezockt. Ich wollte Weeping Willow demnächst anzocken, also jetzt, ne? Und da hat mir ein Kollege neu gesagt, pass auf, da kannst du schnell Platin machen. Wusste ich vorher nicht. Und momentan könnt ihr Platin gut gebrauchen. Also ich packe euch einen Link in die Videobeschreibung einmal zum PSN für Weeping Willow, kostet um die 4,99 € und zu einem Gewinnspiel, würde ich es jetzt mal so nennen. Ja, also eher mal ein Gewinnspiel, wo könnt ihr eure E-Mail-Adresse angeben. Also im PSN ist das. Also im PlayStation Network sozusagen. Also auf der Webseite. Werde ich euch verlinken. Und für 180 Punkte, die ihr spielt, durch Trophäen, kriegt ihr ein gratis Avatar. Sieht aus wie so ein, also ist ein Affe, sieht aus wie so Planet der Affen mäßig, aber so mit Bart und so. Und dann mit roter Bemalung so teilweise und so. Sieht auch ein bisschen aus wie Kratos. Ja. 15 Punkte für Bronze, 30 Punkte für Silber, 90 Punkte für Gold, 180 für Platin, also eine Platin, zweimal Bronze oder halt ein paar silberne oder halt etliche Bronzetrophäen. So, dafür gehen wir einfach mal in die Settings. Ich habe hier schon das leiser gemacht. Wir müssen Everything eingeben und dann den Speed hier hochsetzen. Ich habe hier schon Sound runtergeschrieben. So. Und dann gehen wir hier auf, wo ist es denn, Titel, da, yes, wir können nochmal rinnen gucken, ob alles gespeichert ist, Everything ist alles gespeichert, ja, dann können wir hier wieder auf Titel, und dann gehen wir auf New Game, dann mit dem Steuerkreuz einmal nach rechts drücken, auf Skip, und dann Yippie-Ki-Yay, Schweinebacke, und warten. Jetzt kommen nach und nach die Trophäen reingeflattert. Ist halt komplett in Englisch. Oder Polnisch oder Russisch, was das ist. Ich weiß es nicht genau. Und ist eigentlich wie eine Geschichte, einfach wie ein Buch. Also wenn man ein Buch liest mit schönen Bildern. Ja, Augen klappern, Mund sieht man ab und zu ein bisschen was machen. Und ihr braucht hier auch keine Entscheidung treffen oder so, wie bei anderen Spielen der Art. Einfach nur lesen. Spaß haben und Trophäen kriegen, beziehungsweise was wir jetzt hier machen, durchskippen und halt eine Platin bekommen. Na, jetzt waren schon ein paar goldene, jetzt müsste das eigentlich bald soweit sein, weil es darf halt nur so und so viel goldene in einem Spiel geben, beziehungsweise so und so viel silberne oder so und so viel Bronze. Also von der Menge her der Punkte, die man dafür kriegen kann. Bleibt auch irgendwo, gab es da mal eine Liste, wie viel innerhalb des PSNs eine Bronze, Silber, eine Gold wert ist und wie viel eine Platin wert ist. Und dann darf es halt nur so viele Trophäen im Spiel geben, um auf Platin zu kommen. Also ne, zum Beispiel Platin braucht 5000 Punkte. Dann kann man diese 5000 Punkte aufteilen in Bronze, Silber, Gold Trophäen oder halt nur Gold oder nur Silber, was dann halt weniger Trophäen werden. Ja. Und dann können wir das Spiel auch schon schließen. Und wir haben jetzt innerhalb von ein paar Minuten eine neue Platin gemacht. So einfach kann es gehen. So, das soll es jetzt auch für das Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bäumchen wären Träumchen. Wie gesagt, es ist komplett in Englisch oder ich glaube Polnisch. Nicht in Deutsch. Aber es soll eine schöne Geschichte sein. Wir haben es jetzt halt mal schnell durchgeskippt, um eine Platin zu machen. Aber vielleicht ist es für den einen oder anderen was. Ich packe euch den Link zu dem Spiel im PSN mit rein. Also, was im PSN gerade ist, packt ihn euch auch in die Videobeschreibung. Wie lange das geht, habe ich jetzt nicht gelesen. Aber ich werde das halt so schnell wie möglich veröffentlichen, das Video. Dann bin ich jetzt auch weg. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein, ahoi. Das ist euer Odin.